So, hallo zusammen. Wir schauen uns jetzt etwas sehr, sehr Cooles und etwas sehr, sehr Schönes an. Und zwar ist es das Inverse des Invers. Okay? Das Inverse des Invers. In den verschiedensten Bereichen der Mathematik, zum Beispiel in der linearen Algebra, da schauen wir uns zwei Sachen an. Oder aus der Algebra, aus der Gruppentheorie, da schauen wir uns auch das an. Und auch aus der Analysis. Also in diesen verschiedensten Bereichen, da stoßt man auf etwas, das nennt sich das Inverse. Okay? Wir haben irgendeine Menge und innerhalb dieser Menge haben wir eine Struktur, also die Elemente sind irgendwie miteinander verknüpft, irgendeine Verknüpfung. Und es gibt ein neutrales Element, okay, sodass, wenn ich irgendein Element mit diesem Ding verknüpfe, dann ändert das nichts. Und dann gibt es genau ein Element, das invers dazu ist. Das bedeutet, wenn ich das Element mit seinem Inversen verknüpfe, oder das Inverse mit dem Element, dann lande ich immer beim neutralen Element. Okay? Und was wir uns schauen jetzt, also was wir uns jetzt schauen wollen, ist, was ist das Inverse des Inverses, also von dem Inversen? Was ist das Inverse des inversen Elements? Okay? Das wollen wir uns jetzt anschauen. Und natürlich, ganz logisch, sagt man sofort, ja, das ist wieder das Element selbst. Und das ist auch wahr und das wollen wir beweisen. Das wollen wir verstehen. Warum ist das so? Und um das verstehen zu können, um das beweisen zu können, sollte man so die mathematische Denkweise, diese theoretische mathematische Sprache verstanden. Okay? Und wir schauen das in vier Behauptungen an. Zwei aus der linearen Algebra, einmal aus der Algebra, also wenn wir eine Gruppe haben, dann schauen wir uns da das Inverse an. Und aus der Analysis hat man ja die reellen Zahlen mit den Körperaxiomen. Und wenn man ein x hat, eine reelle Zahl, dann ist das Inverse dazu ja 1 durch x. Okay? Dessen Inverse wäre ja dann 1 durch 1 durch x. Und dann wollen wir beweisen, dass es nichts anderes als x. Okay? Gut. Also starten wir mal mit etwas aus der Welt der linearen Algebra. Also, wir haben einen Vektorraum, ein R-Vektorraum V, ein Element V, also ein Vektor, klein v aus V, und minus V ist das additive Inverse, also das Inverse bezüglich der Addition. Okay? Und dessen Inverse wäre ja wieder ein Minus davor, also die Behauptung ist minus, minus V ist V. Ist ja klar, man lernt ja, minus, minus ergibt wieder Plus. Und das wollen wir beweisen, warum ist das? Okay? Also, Beweis. Warum ist das? Also zunächst mal, was bedeutet additives Inverse? Schreiben wir das mal auf. Also, V plus minus V, das ist ja 0. 0 ist der Nullvektor hier. Okay, alle Elemente aus V sind der Vektor. Okay. Das ist aber dasselbe wie minus V plus V. Also das ist die Definition von minus V. Also das ist die Definition des additiven Inversen, so ist das Ding definiert. Okay? Was ist jetzt die Definition des Inversen, also des Inversen vom Inversen? Okay? So, ich nehme mir jetzt das hier. Okay? Und will jetzt darauf, also will die Definition von dem jetzt verwenden. Okay? Das bedeutet, also wenn ich mir das Inverse von minus V anschaue, dann kommt ja davor wieder ein Minus hin. Also das hier ist ja das Inverse vom Inversen. Und wenn ich etwas mit dem Inversen verknüpfe, in dem Fall ist die Addition, dann bin ich ja wieder beim neutralen Element. Okay? Naja, das ist aber dasselbe wie minus minus V plus minus V. Okay? Also das ist die Definition des Inversen vom Inversen. Okay? So, was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt? Das heißt, also daraus folgt, minus V hier
hat als Inverse hier minus v hat als Inverse v und minus v hat aber auch als Inverse minus minus v. Naja, aber das inverse Element ist eindeutig wegen der Eindeutigkeit. Wegen der Eindeutigkeit folgt, sie müssen gleich sein. Also minus, minus v ist nichts anderes als v. Okay? Fertig. Genau. Und diese Methode ist bei allen anderen Beweisen gleich. Okay? Die Methode ist bei allen anderen Beweisen gleich. Okay? Das heißt, ihr könnt es bei den anderen eigentlich immer so auf Pause drücken und es mal selbst probieren. Die Methode ist wirklich immer, immer gleich. Okay? So, schauen wir uns jetzt das zweite. Und zwar sind es die Matrizen. So, wir haben eine Matrix, eine N-Kreuz-N-Matrix mit Einträgen aus einem Körper K. Naja, wir wollen über Inverse reden, das heißt, die sollte invertierbar sein. Das heißt, die Determinante ist nicht 0, also ist das Ding invertierbar und H hoch minus 1 existiert. Okay. Und dann ist die Behauptung, A hoch minus 1, davon hoch minus 1, also das Inverse des Inversen, das ist wieder die Matrix A. Okay, also, die Methode ist gleich. So, was heißt? Schreiben wir uns das mal auf. Also, A mal A hoch minus 1 gibt mir die Einheitsmatrix. Aber auch A hoch minus 1 mal A. Okay, also das ist die Definition vom Invers. So, und jetzt schreiben wir die Definition des Inversen vom Inversen, so wie hier. Okay? Also a hoch minus 1, das Inverse davon ist einfach nochmal ein hoch minus 1. Das gibt mir auch die Einheitsmatrix. Das ist aber auch dasselbe wie a hoch minus 1 mal a hoch minus 1. Das ist die Definition von a hoch minus 1 hoch minus 1. Und jetzt sehe ich wieder, a hoch minus 1 hat als Inverse einmal a und einmal das. Und wegen der Eindeutigkeit müssen die gleich sein. Okay? Also a hoch minus 1, also daraus folgt, hat als Inverse a und a hoch minus 1 hoch minus 1, daraus folgt, aus der Eindeutigkeit a hoch minus 1 hoch minus 1 ist wieder a. Und das war hier. Okay, ihr seht, es ist vollkommen dasselbe. Nur die Verknüpfung ist halt mal, hier war es halt plus. Das Inverse wird hier notiert mit minus v, hier mit a hoch minus 1. Das ist der einzige Unterschied. Aber die Methode, und das ist wichtig, die Methode, die ist gleich. Okay. Gut, dann schauen wir uns jetzt etwas aus der Algebra, aus der Gruppentheorie an und etwas aus der Analysis. Gut, dann zu der Sache aus der Algebra. Also, wir haben eine Gruppe G und wir haben ein Gruppenelement G und G hoch minus 1 ist das Inverse und die Behauptung ist G hoch minus 1, also das Inverse des Inversen ist wieder G. Also die Methode ist wirklich wieder gleich. Okay. So, was bedeutet denn Invers? Schauen wir uns mal wieder auf. Also, das bedeutet, G verknüpft mit G hoch minus 1 ist das neutrale Element, nennen wir mal E. Das ist aber dasselbe wie G hoch minus 1 verknüpft mit G. Also, das ist die Definition von G hoch minus 1. Wunderbar. Okay. So, was ist jetzt die Definition von G hoch minus 1 hoch minus 1? Das heißt, also das Inverse des Inversen, okay, wenn ich die verknüpfe, das ist ja invers zu dem, ist es wieder neutral.
Und das ist wieder g hoch minus 1 hoch minus 1 verknüpft mit g hoch minus 1. Also das ist die Definition von g hoch minus 1 hoch minus 1. Gut, dann sehe ich wieder g hoch minus 1 hat das Inverse einmal g und einmal g hoch minus 1 hoch minus 1. Wegen der Eindeutigkeit müssen sie gleich sein. Also g hoch minus 1 hat als Inverse g und g hoch minus 1 hoch minus 1. Daraus folgt wegen der Eindeutigkeit, g hoch minus 1 hoch minus 1 ist wieder g. Voilà, und wir sind wieder fertig. Okay, wunderbar. Gut, dann etwas aus der hohen Kunst der Analysis. Also da kennt man ja die, also was man da macht ist, man führt die reellen Zahlen ein und dann die Körperaxiome. Und jedes x, was nicht 0 ist, also das R-Stern, ist die Notation für R ohne 0. Gibt es eine Inverse, notieren wir mit 1 durch x. Und die Behauptung ist, dessen Inverse wäre ja wieder 1 durch. Also 1 durch 1 durch x ist wieder x. Okay, wir stellen uns natürlich wieder die Frage, warum ist das so? Okay, wir machen wieder vollkommen, was die Methode betrifft, dasselbe. Okay, also zunächst mal, 1 durch x ist das Inverse zu x. Was bedeutet das? Das bedeutet x mal 1 durch x ist 1. Hier ist die Verknüpfung mal. Das ist dasselbe wie 1 durch x mal x. Also das ist die Definition von 1 durch x. So, dann ist die Definition von 1 durch 1 durch x die folgende. 1 durch x mal 1 durch x ist auch 1, weil das Invers zu dem ist. Das ist aber dasselbe wie 1 durch x mal 1 durch x. Also das ist die Definition von 1 durch x. Das bedeutet wieder, daraus folgt 1 durch x hat als Inverse x und 1 durch x. Naja, daraus folgt wegen der Eindeutigkeit des Inversen 1 durch x ist wieder x. Und das war hier. Okay, sehr schön. Also ich hoffe, dass die Methode, dass die mathematische Sprache dahinter klar geworden ist, dass das euch im Leben auf jeden Fall weiterbringt und hilft, die Sachen zu verstehen. Ich setze auch einen Punkt und genau, wie gesagt, ich hoffe, das hilft euch weiter. Und vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.